Ja, jetzt läuft's langsam. Oh, hier ist das Scheißloch. Weil langsam bin ich umgegangen. Dann muss ich nur mal eine mit. Oh, willkommen in der Matrix. Ihr hier, herzlich willkommen. Dies ist das alte Büro. Ein übelstes Loch sondergleichen, auch noch im vierten Stock ohne Fahrstuhl. 3 Jahre lang habe ich das ertragen. Erinnert ihr euch, vor 3 Jahren? Das Video, mein Unternehmen wächst 1000 Quadratmeter. Die Nummer ist jetzt fertig. Hat anstelle eines halben Jahres 3 Jahre gedauert. Wurde auch dreimal so teuer. Pandemie, Angriffskrieg auf die Ukraine, Rohstoffmangel auf der Welt. Aber jetzt ist der Bums fertig. Wir sind da seit Ende November drin. 1200 Quadratmeter, ein Open Space, 4 Studios, 4 Meetingräume, 2 Thinktanks. Ja, so was ihr willst. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Dafür seid ihr hier. So, herzlich willkommen im neuen Instinct 3 und Eintracht Spandau Office. Bevor wir jetzt einmal hier eine komplette Tour machen und ich die kompletten 1200 Quadratmeter mit euch durchgehe, vielleicht mal ein kleines Update zu den ganzen Hintergründen. Weil ihr seht immer nur die Hahaha-Lololol-Videos, wie ich da in Hitman mich 80 Mal pro Video umziehe oder sonst was mache. Aber ihr wisst ja eigentlich gar nicht, was hinter all dem mittlerweile steckt. Höchstens mal so ein bisschen über Social Media. Aus Instinct 3 wurde im Lauf der letzten 3 Jahre eine Unternehmensgruppe, ja, also mit einer Holding, einem Art Mutterschiff. Und darunter angesiedelt ist jetzt einmal Instinct 3, unsere Kreativagentur. Leute denken irgendwie, wir wären nur Management und ich wäre CEO. Ist beides kompletter Quatsch. Wir sind tatsächlich größtenteils eine Kreativagentur. Gleichzeitig haben wir in Instinct 3 auch natürlich Management von CreatorInnen. Sowas wie Sterzig oder so kennt ihr natürlich, wisst ihr. Des Weiteren haben wir Eintracht Spandau. Habt ihr jetzt auch im Laufe des letzten Jahres natürlich viel mitbekommen, gehe ich mal von aus, unser E-Sport-Team. Wir haben aber auch ein Joint Venture, Brave, wo wir InfluencerInnen-Merch machen. Und Zimt beispielsweise, ganz neu, ist nämlich eine internationale E-Sport-Agentur von uns nun. Und darüber hinaus haben wir jetzt noch weitere Unternehmen in Gründung oder planen diese. Warum machen wir das alles? Wir glauben daran, dass wir ein Netzwerk erstellen an Unternehmen, die mega gut miteinander synergieren und Mehrwerte schaffen und die Scheiße rocken. Apropos Scheiße rocken, wir gucken uns jetzt den Bums hier mal an. Hier geht es zu unseren Studios. Auch hier stellen wir uns vor, so an den Wänden fette Bilder, Plakate von tollen Produktionen, die wir mal hatten, etc. Auch hier sind noch nicht alle Studios gerade fertig ausgestattet. Das hier zum Beispiel ist provisorisch unser Fotostudio. Schön mit Raumplaner, hier kann man schön buchen über Outlook. Kann ich euch mal zeigen, ist recht normal. Maximilian, was kann ich für dich tun? Ich wollte nur vorbereiten, wegen Licht und so. Da steht Raum frei. Also habt ihr gesehen, das ist ein Fotoset. Kann man auch theoretisch mit dem Kajak mal drehen. Ihr habt gesehen, die Möglichkeiten sind da. Ansonsten, das hier ist mein Lieblingsstudio, Studio 1. Buchungsplan, heute 14 bis 18 Uhr Maximilian Knabe Dreh, Bürotour. Schauen wir mal rein. Ja, so. Freunde, wieder mal Zeit für den Knackhaut! Oh, hier, Mine! Komm, Ben. Ich würde euch einfach mal Studio 2 zeigen wollen. Da nimmt eigentlich immer Sterzig auf. Ja. Und das ist Aufnahme 4 von 16, eure Knackhaut!
Studio 3 gegenüber, zeige ich euch einfach auch mal, ist gerade noch Lagerfläche. Wir bauen die gerade noch aus, aber ist vielleicht ganz interessant. Wir haben hier zum Beispiel jegliche Requisiten der letzten Jahre. Den Kessel kennt ihr noch. Ich stecke im Kessel fest. Hier stehen 70 Tische. Das sind mittlerweile alte Tische. Witzige Story. Wir hatten von Ergotopia, die bauen so heftige Bürotische, hatten wir vor Weihnachten eine Anfrage. Und mein Team war noch vor Weihnachten in einem Call. Da ging es dann darum, ja, ein Placement beim Henno oder so. Und wir so, ja. Und dann meint das Team, haha, ihr könntet ja auch unser Büro ausstatten komplett. So jokey-mäßig. Und die so, ja, können wir machen, machen wir. Und wir waren total so, what? Und dann haben die direkt im Neujahr hier 70 heftige Bürotische angeliefert mit einer Firma, die die aufgebaut haben über 3 Tage. Wir haben jetzt in der ganzen Bürofläche übertrieben geile Tische. Wir sind super dankbar. Zeige ich euch nachher. Denn, und das ist der Deal, in diesem Video wird es ein paar Mal um diese Tische gehen. Mich persönlich würde es super freuen, wenn ihr die Seite von dem mal auschecken würdet. Nochmal, wir sind mega dankbar, ist nicht selbstverständlich. Mega geile Aktion von denen. Und das sind halt noch die alten Tische. Ja, es bringt mich auf ein anderes Thema. Neben diesem Kreativagenturenzweig, den wir machen, managen wir auch InfluencerInnen. Zugegebenermaßen in den letzten Jahren im kleinen Stil, sehr auf uns fokussiert. Ich glaube, von außen ist die Wahrnehmung bei meinen KollegInnen so, dass wir eine sehr exklusive Truppe sind, so diese kleine Spandauer Instinct Free Bubble, und dass man da gar nicht so unbedingt herantreten kann. Aber so ist das gar nicht. Wir möchten jetzt mit dem neuen Büro und mit der Expertise, die wir über das letzte Jahr oder die letzten Jahre gesammelt haben, wo wir Leute wie den gemanagt haben oder auch mich, wollen wir gerne uns jetzt anbieten an all euch da draußen, und spreche meine lieben KollegInnen in der Szene an, die auch streamen und Videos machen. Wir würden gerne, sollte das für euch interessant klingen, mit euch ins Gespräch kommen und ein bisschen darüber schnacken, ob und wie wir euch managen könnten. Wir haben da 3 grobe Modi, da können wir aber im Detail auch drüber diskutieren. Erste Variante ist festangestellt, so wie der Hempel. Man sieht gesundes Arbeitsverhältnis. Weiterer Modus ist, dass man extern managen könnte, so wie die GNU und den Simon Kretschmer zum Beispiel bei uns. Oder auch nur Campaign Management. Ja, das ist dann so eine Light-Version, sag ich mal. Sollte das für euch interessant klingen, an all meine gestandenen KollegInnen da draußen, die auch sich Influencer, Influencerin schimpfen, call me maybe, schick eine WhatsApp oder in der Beschreibung ist auch eine E-Mail. Wie auch immer, ja, das nur mal am Rande. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal eine Station weiter. Ich mache hier mal die Tür zu. Wo bin ich? Ja, lass gut sein. So, ja, das war jetzt alles nicht so ganz nach Plan. Aber gehen wir jetzt einfach weiter in die Küche. Und da sind auch die Toiletten. Also nicht in der Küche, keine Bange. Hier ist Finance, unser Director. Wir gehen erstmal hier in einer unserer Toiletten rein. Edel, ich sag's euch, da ist auch keiner drin, gehe ich jetzt mal von aus. Wow, guck mal hier, 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 kann man gut Instagram so. Zeig doch mal auch dich, zeig doch mal auch dich. Edel, ne? Und hier erst noch die, hier so, die Toiletten. Wahnsinn. Auch dimmbares Licht und. So, und wir gehen dann jetzt in die Küche, nicht wahr? So, also wie gesagt, hier ist immer noch Finance, der Markus. Kochinsel. Hier alles doppelt, dreifach, Herdplatten. Hier dann auch hier Geschirrspüler, mehrere. Nochmal Geschirr, Tische, jemand, ah Markus, muss er, achso, nee, ist in Ordnung. Und Mikrowellen, Herd, Ofen, auch doppelt, alles. Triple, Whopper. Und hier eine schön gemütliche Ecke mit Kissen zum Kuscheln. Also so alles in allem, guck nochmal. Hier kann man doch echt gut seine Mittagspause verbringen. Dann würde ich sagen, zeige ich euch auch nochmal die andere Toilette. Das ist Adrian.
Riecht auch gut. Wir haben natürlich auch ein barrierefreies Bad, sag ich mal. Toilette. Gibt es irgendeinen feinen Fachbegriff für Toilette? Das klingt so... Bata-Klosett. Aha, das kenne ich gar nicht. WC. Ah, krass, daher die Abkürzung. Man lernt ja hier auch, haben wir auch Bildungsauftrag? Ja, und da ist halt auch noch, naja, und hier ist Hauswirtschaftsraum. Aber das ist unspektakulär. Und da, jetzt geht es hier zum Cutterinnenraum. Da sitzen alle und haben Spaß, ach so ziehen. Leute, Leute, fahrt doch mal runter. Hier wird konzentriert gearbeitet. Das ist ganz cool, ne? Cutter 7, Cutter 4. Da sitzt normalerweise der Ben hier. Ne? Und auch die Niki von Team Sterzig. Schön am Schneiden. So, wir sind jetzt hier an einem Arbeitsplatz vom lieben Ben. Ja, der cuttet die Hauptkanalvideos unter anderem. Ist gerade hinter der Kamera sogar. Ne? Und hier haben wir einen Ergotopia-Tisch. Gewissermaßen die Gaming-Edition, der Desktopia GG. Gibt es auch in Arctic Wild. Und der ist was Besonderes, weil er ist elektrisch höhenverstellbar. Hat viele Funktionen, beispielsweise kann man hier unterschiedliche Höhen einprogrammieren. Auf der 2 haben wir jetzt 120 cm eingestellt, falls man im Stehen arbeiten will. Auf Wunsch erinnert der Tisch einen auch daran, hin und wieder mal im Stehen zu arbeiten. Ansonsten gibt es noch ein Feature, dass man ein Tagesziel einprogrammieren kann. Das heißt, wenn man sagt, okay, ich will gerne 3 Stunden meines Arbeitstages im Stehen verbringen, dann kann man das einprogrammieren, hat hier einen Fortschrittsbalken, der trackt das quasi, wie lange man im Stehen gearbeitet hat und so weiter und so fort. Könnt ihr gerne mal abchecken, Link in der Videobeschreibung, würde mich freuen, wenn ihr es tut. Ansonsten geht es jetzt weiter, Abfahrt. Des Weiteren haben wir hier den noch nicht fertigen Master-Schnittraum. Ist ein absolut dunkler Raum. Und ihr seht es, also hier ist noch gar nichts. Wir stellen uns vor, hier eine fette Couch, Line, hier ein riesen Fernseher und hier hockt dann eine Person und schneidet. Und hier alle so von die RedakteurInnen und so, mach nochmal da einen Cut. Also letztendlich kann man dann hier als Team schön isoliert, konzentriert zusammen an so einem Produkt, einem Video arbeiten. Ihr merkt auch, hier ist noch ein bisschen Hall in unseren Studios übrigens auch. Wir müssen natürlich noch hier so Isolierdingspolster ranbringen. So, das war der Cutter-Innenraum. Schnipp, schnapp. Jetzt geht's zum Open Space. Ach, guck mal, wer da ist, Ben. Also, da ist Falco, aber Ben, schau doch mal. So, hier Römer-Rüstung. Hallo, Falco, ja. Ja, du bist ein Feini. Und hier ist unser Büro für People and Culture. Zum Verständnis ist quasi HR, IT in einem Raum. Hallöchen! Mensch, ja, auch hier, ne? Fehlen noch ein paar Möbel, Pflanzen auch ganz viel. So, und das hier ist auch schon die andere Version von Ergotopia, der Desktopia Pro X. Mit so ein bisschen Naturholz-Look. Gary, fahr mal hoch. Ne? Ja, und da kann der Gary auch im Stehen arbeiten. Und der Gary trägt auch Eintracht Spandau-Merch, ne? Könnt ihr ja auch. Ja, ich will euch gar nicht weiter stören. Viel Spaß noch. Wir gehen jetzt rüber zu Finance. Der Chef war ja gerade am Salatschnibbeln. Mal gucken, was die anderen machen. Hallo Kinder. Ja, Mensch, hier gibt es Finanzen, Abrechnung. Jonas, was gibt's hier noch? Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? So, und Markus, bist ja fertig mit Salat. Vielleicht, was macht denn ihr so mit dem Finance-Team hier den ganzen Tag? Wir machen Geld. Super. Dann lasse ich euch mal lieber weitermachen. Komm, Falco, wir gehen. Ja, ja. Viel Spaß noch. Tschüss. Ich bin beliebt. Komm, Falco, ja. Ach, guck mal, süß, ne? Der Türstopper. Stirb. Ja, und jetzt quasi unser Herzstück. Der Open Space Bereich. Hallo, Leute!
Achso, hier ist Ruhebereich, Fokus. Ja, hier arbeiten wir. Ihr merkt aber schon, hier ist ein bisschen Fußmarsch, denn dahin geht es noch weiter. Zeige ich euch gleich. Hier ist unser Drucker. Hier ist ein Meetingraum. Da ist gerade Lukas Galinski drin. Hallo Luki. Hi. Ja, gehen wir weiter. Ja, hier ist Ruhebereich, ist langweilig. Guck mal hier, ganzen Kostüme. Hör mal. Oh, Kostüme. Oh, Dummy. Was haben wir noch? Oh, Waffen. Was ist das? Adi, mach mal. Mach mal Pogo-Stick. Ja, hier hat man Spaß. Hier ist eine Figur. Das ist Solvay, aber da ist eine Figur. Ey, wenn ihr hier auch Bock habt zu arbeiten, ne? Tolle Atmosphäre. Hallo Leute! Dann bewerbt euch jetzt. Also halt wirklich, ne? In der Videobeschreibung ist ein Link und dann könnt ihr euch einfach bewerben. Naja, und? Oh. Hier darf nicht gepogostickt werden. Also ihr könnt euch bewerben und wir suchen Fachpersonal. Das heißt, ihr müsst auch was drauf haben. Aber wenn ihr euch angesprochen fühlt und sagt, ey, vielleicht kann ich ja sogar neben Henno sitzen, dann probiert es doch einfach mal aus. Naja, und wie ihr seht hier, alles Toys R Us für Arme. Nee, für nice Leute. Ihr kennt vielleicht ein paar Sachen, vielleicht auch nicht. Es ist echt viel Stuff über die Zeit hier hat sich angesiedelt. Auch guck mal, Motorola, hello. Naja, also es gibt Sachen, ne? Es gibt auch Nudeln warm, Nudeln kalt. Die sind unecht. Komm mal mit, sag ich mal, meinen Arbeitsplatz, ne? Ja, das ist Kolle. Du hast ja einen tollen Hintergrund. Wir drehen gerade und du hast den Hintergrund immer noch nicht geändert. Oh, bitte entschuldige. Hier arbeite ich. Spandau. Originalaufnahme von mir geschossen. Hier haben wir Leckerlis. Für Falco, mach mal Sitz. Pfote. Ja, fein. Ey, ich muss euch mal. Wow. Falco, komm mal hier. Guck mal, Körbchen. Oh. Ich will mit rein. Also, wenn ihr hier arbeiten wollt, wir stellen Leute ein. Hier im Hintergrund seht ihr vielleicht auch, oh, ich bin ja auch mittlerweile 30. Das sind Think Tanks hinter Mo. Hallo Mo. Da arbeitet auch jemand höchst konzentriert, ne? Das ist Melvin. Hallo Melvin. Siehste, also auch in Think Tanks kann man nicht konzentriert hier arbeiten. Ja, naja, hier haben wir Adrian auf dem Kamel. Auch bleibt doch vor der Kamera. ja, guck mal, Patze. Der allerechte. Sterzig interessiert mich. Oh Gottes Willen. Das ist Sterzig. What the fuck? Mittlerweile bist du hier, ne? Alter, hast du 100.000 geklappt? Lass uns weitergehen. Wir gehen zum Meetingräumen hier. Tolle Meetingräume, auch übrigens alle komplett durchklimatisiert, heftige Monitore, sehen wir alles gleich. Hier wird konzentriert gearbeitet, gerade im Redaktionsmeeting von Team Hop. Die fallen vielleicht gerade tolle Ideen für den Hop-Kanal aus. Ja, das sind Dennis und Karl. Ich bin da nicht so drin thematisch. Das sind halt so die großen Dichter und Denker unserer aktuellen YouTube-Zeit, meiner Meinung nach. In YouTube Deutschland, gemeinsam mit Solvay, die leitet aber gerade den Dreh. Ist das ein Dreiergespann? Also diese ganzen Ideen mit Radfahren oder Kanu paddeln oder im Kessel, das ist aus deren Feder. Dennis, woran arbeitet ihr gerade? Das wird das neue
In Öl? In Ölfarbe? Genau. Karl hat sich schon mal überlegt, auf welchem Kanal? Auf welchem Kanal? Ja, 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 ja. Na gut, dann viel Spaß noch. Ich zeige euch mal einen anderen Meetingraum. Also, krasser Laden. Klima. Hier, 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 Klima. Da. Monitore, riesengroß. Kann man sich einklinken? Oh, jetzt wird alles übertragen an diesen Monitor. Oh, ich habe einen Call. Hallo, hallo Hendrik. Und hier, Kamera, Hendrik sieht mich. War das gut so? So, wir sind jetzt hier quasi, geht es wieder in den Eingangsbereich. Hier meine ganzen Pokale, Dark Souls 1, Top 1 betrunkener Hydra-Bezwinger, tolle Trophäen, Effis, Dingsdays, ne? Videodays, tolle Trophäe, deutscher Computer, Spielepreis, Gamescom Award. Genau, das Ding, kiloweise. Und hier, Hamburg vs. Spandau, habe ich Budi rasiert, habe ich ihn weggemacht. Ja, ja. So, und hier sind wir jetzt wieder im Eingangsbereich und da drüben, da ist Le Eintracht. Ich präsentiere und da gehen wir jetzt rein. So. So, hallo Leute, Le Eintracht, darf ich mich da hinsetzen irgendwo mal? Ja, Mensch, hello my friend. Hello. How is it going with the Ramos? Gut, okay. Er sagt gut, okay. Herzlich willkommen, das ist der Eintracht-Spandau-Bereich. Ihr seht, hier wird schon fleißig trainiert, Kevin. Ja, was ist das hier für eine Trainingsmethode? Ah, das ist so nach unten, Stiefel nach unten, ne? Ja, also es wird fleißig trainiert. Nee, wie ihr wisst, im letzten Jahr sind wir mit Eintracht Spandau in den Start gegangen. Und besonders von mir ist das ein, ach von euch natürlich auch, Reit vor YouTube, ist das ein riesen Herzensprojekt. Gut. Klasse. Top 5. Riesen Herzensprojekt. Wir sind mittlerweile 20 Leute bei der Eintracht. Das bedeutet, wir haben rund 10 Leute im sportlichen Bereich, rund 10 Leute für alles drumherum, aber vor allem ne, Content. Und ja, auch gerade sportlich. Sportlich, you know. In, about the e-sport itself, you know. Because of you guys, it's better now. Yes. Wo ist eigentlich Pride und Lilip, die kleinen Keks? Mensch! Breit, wie läuft's? Nee, mach ruhig, Max, ne? Ist das Dota? Machst du nur? Guck mal, mein Tisch von Ergotopia mit der Memory-Funktion. Hier, wenn ich auf 1 klicke, habe ich das Preset so eingestellt, dass es auf meine Höhe kann ich dann auch zocken oder zum Beispiel im Draft oder irgendwie Schach spielen oder irgendwie Stream. Ja, so. Aber warum spielst und du auch noch, also wenn ich jetzt, also wenn ich das switchen will, natürlich kann ich wieder zurück an, genau an meine Position. Warum spielst du Dota? Und ja, also Dota. Warum spielst du Dota? Hast du meine Trophäe gesehen vom Springer MVP? Ich glaube, du warst noch nie in dem Office. Das ist ein nettes Ding. Doch, war ich sehr oft. Wunderschön. Die sagen, du bist 0-5 gegangen bei deinem ersten Placement-Game. Bitte nicht. Also ich muss sagen, also das Office ist wirklich klasse, Max. Hast du super gemacht. Ich weiß nicht, Kevin hat wahrscheinlich irgendwas gemacht, oder? Und neues Team und so? Neues Team ist absolut klasse. Philipp, der sitzt hier. Lilip, scheiß dein Game, Philipp. Wie geht's dir? Er ist ein absoluter Schmack. Ich liebe die Eintracht. Danke nochmal für den Merch. Super. Klasse. Ja, das war's auch schon, meine lieben Kinder. Eintracht rennt, ne? Wir sind am Ende des Videos angekommen. Yo, Max! Ich würde... Du, hast du jetzt ernsthaft das wichtigste Thema vergessen? Das eine Thema, wo ich dich darum gebeten habe, es bitte zu erwähnen. Hauptkanal abonnieren? Auch wichtig. Aber das andere. Ja, mach. Zum ersten Mal seit der Gründung von Instinct 3, Eintracht Spandau etc. wollen wir jetzt sogar anderen Personen die Chance geben, an uns zu partizipieren. Einzusteigen, zu investieren. Ah. Ja, potenziell in der Holding, in der Eintracht, bei Instinct 3. Auf allen Ebenen möglich, bis hin zur Neugründung von neuen Unternehmen. Metal-Label. Hier mal eigene Kneipe mit ihr InfluencerInnen an Bord, alle als Teilhaber und es wäre doch... All diese Dinge kann man mit Max umsetzen, mit uns umsetzen. Investitionen sind jetzt nicht unbedingt etwas für alle. Startet so ungefähr fünfstelliger Bereich. Was ist euer Taschengeld? Sechsstelliger Bereich und
siebenstelliger Bereich, besonders wenn man dann Holding und so weiter mit rein möchte. Mhm. Schaut euch gerne dazu in der Videobeschreibung den Link an. Da könnt ihr dann theoretisch bei uns mit in den Prozess reinkommen, sofern ihr dann ernsthaft Interesse habt. Ja. Mensch, unsere CEOs, ne? Immer wieder ein Erlebnis mit euch. Man weiß das, ich sag's nicht, komm jetzt raus hier.